Projektmanagement ist ein Thema, das aus der industriellen Praxis von heute nicht mehr wegzudenken ist. Egal, ob es sich um Großprojekte beim Bau neuer Industrieanlagen, Straßen oder Gebäude handelt oder um Projekte zur Entwicklung neuer Produkte, zur Einführung von IT-Systemen, um Web- oder Softwareprojekte oder Marketingkampagnen. In jedem dieser Fälle können die Vorhaben nur mit einem wirkungsvollen Projektmanagement realisiert und zu einem erfolgreichen Abschluss geführt werden. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Winfried Kämpfle und ich bin selbstständiger Berater, Trainer und Coach im Bereich strategisches Management und Projektmanagement. Mit Projektmanagement habe ich gleich zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn vor nun schon knapp 30 Jahren die erste Bekanntschaft gemacht. Damals, Mitte der 80er Jahre, war Projektmanagement noch nicht sehr weit verbreitet und wurde hauptsächlich in großen Projekten, zum Beispiel der Luft- und Raumfahrt, angewandt, wo die Komplexität der Vorhaben offensichtlich und Sicherheitsaspekte höchst relevant waren. Allerdings erkannte man damals schon, dass es sich im Sinne der Erreichung von Projektzielen und einer effizienten Abwicklung von Aufgaben lohnte, die aus den Großprojekten bekannten Methoden auch auf andere, auch kleinere Vorhaben, sinngemäß und in adäquater Weise zu übertragen. So machte ich meine ersten Erfahrungen mit der Anwendung von Projektmanagement in Softwareentwicklungsprojekten und in der Entwicklung von Energie-, Bahntechnik- und Kommunikationssystemen. Und lange bevor Institutionen wie zum Beispiel die Gesellschaft für Projektmanagement das Thema systematisch aufgegriffen und in der Folge Zertifizierungsmodelle im Rahmen der Projektmanager-Ausbildung entwickelt haben, habe ich in zahlreichen Seminaren, Workshops und Trainings Projektmanagement-Methoden vermittelt und in konkreten Projekten als Coach und Betreuer Projektleiter und Projektteams in ihrer Arbeit unterstützt und so zum Erfolg der Projekte beigetragen. Im nachfolgenden Beitrag möchte ich gerne einige meiner Erfahrungen, die ich im Rahmen dieser Trainings- und Consulting-Aktivitäten gesammelt habe, an Sie weitergeben und dabei auch meine Sichtweise und mein Verständnis hinsichtlich der Projektmanagement-Ausbildung und Zertifizierung erläutern. Ein Projekt ist definitionsgemäß ein Vorhaben, welches im Wesentlichen durch die Einmaligkeit seiner Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist. Ein Projekt ist also etwas Einmaliges, und zwar im Hinblick auf seine Ausgangs- und Handlungsbedingungen. Das heißt, es darf sich hierbei nicht um eine Routinetätigkeit handeln. Hinzu kommt, dass Projekte in aller Regel innovativ oder neuartig sind. Das heißt, Ziele oder Bedingungen der Projektabwicklung liegen erstmalig in einer bestimmten Form vor. Des Weiteren sind Projekte zeitlich befristet. Das heißt, sie haben einen Anfang und ein Ende und sie sind finanziell begrenzt. Das heißt, es steht nur ein bestimmtes vorgegebenes Projektbudget zur Verfügung. Ablauforganisation eine große Bedeutung zu. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Phasenorganisation. Ganz allgemein lässt sich jedes Projekt im Prinzip in 5 Hauptphasen untergliedern. Diese Phasen sind durch jeweils ganz charakteristische Inhalte, Tätigkeiten und Aufgaben sowie fest definierte Endergebnisse, die sogenannten Meilensteine, gekennzeichnet. Die Definitionsphase dient dazu, das Projekt überhaupt erst aufsetzen zu können, indem es wesentliche Vorbedingungen, die Inhalte und Ziele des Projekts geklärt sowie der Termin- und Kostenrahmen abgesteckt werden. Das Ergebnis dieser Aktivitäten stellt der Projektauftrag dar. Denkbar ist jedoch auch, dass Arbeiten wie die finale Definition der Anforderungen und Ziele bereits Teile der Planungsphase sind. Die Planungsphase selbst kann je nach Komplexität des Projekts in weitere Phasen untergliedert werden, beispielsweise in Grob- und Feinplanung oder in Konzept- und Designphase. Bei einer solchen Vorgehensweise werden sowohl der Projektgegenstand, also das Sachziel oder das zu erarbeitende Produkt oder Projektergebnis, als auch der Projektablauf selbst in einem ersten Schritt eher grob und in einem zweiten Schritt dann detailliert geplant. Nach der Planung erfolgt die Umsetzung der Planvorgaben in der Realisierungsphase.
Doch dieser Hauptabschnitt kann je nach Umfang des Projekts weit unterteilt werden, indem beispielsweise in einem ersten Teilabschnitt zunächst einzelne Bestandteile des Projektergebnisses bzw. Komponenten erstellt werden, die anschließend eventuell wieder Schritt für Schritt zum Gesamtergebnis zusammengefügt werden. Begleitet werden diese Abschnitte in der Regel durch geeignete Prüf- oder Testaktivitäten, wie zum Beispiel Komponenten-, Integrations- und Systemtest. In der Abschlussphase wird das Projektergebnis schließlich vom Auftraggeber abgenommen. Indem geprüft wird, ob es alle zu Beginn definierten Anforderungen erfüllt. Bei erfolgter Abnahme ist das Projekt offiziell beendet. Dennoch kann es zu Folgeaktivitäten wie Erweiterungen, Nacharbeiten, Anpassungen oder Vorarbeiten für Folgeaufträge kommen, weshalb man in diesem Zusammenhang von Postprojektphase spricht. Da Projekte normalerweise komplex, arbeitsteilig und interdisziplinär sind, das heißt, es sind mehrere unterschiedliche Fachbereiche beteiligt, ist das Vorhaben ohne eigene Planung nicht zu bewältigen. Deshalb finden parallel zu all diesen Phasen die Aktivitäten des Projektmanagements statt. Insbesondere eine fortlaufende und im Zeitverlauf immer konkreter werdende Planung sowie eine permanente Überwachung des Projektfortschritts und eine entsprechende Projektsteuerung. Weshalb Projektmanagement so wichtig ist, erkennt man, wenn man sich einige typische Problembereiche vor Augen führt, die in Projekten immer wieder zu beobachten sind. Eines der bekanntesten Phänomene sind sicherlich Terminverzögerungen. Das gewünschte Produkt bzw. Projektergebnis wird zu spät geliefert bzw. fertiggestellt. Sehr häufig treten auch Kostenüberschreitungen auf, das heißt, das vorgegebene Budget wird also nicht eingehalten. Des Weiteren lassen sich oft Fehler in Zwischen- und Endergebnissen feststellen, wobei die Behebung der Fehler wiederum zusätzlich Zeit und Geld kostet. Genauere Analysen dieser Sachverhalte zeigen, dass häufig ein ungenügendes Verständnis des fachlichen Kontextes oder eine unvollständige Festlegung bzw. eine falsche Priorisierung der Projektziele vorliegen. Manchmal führen auch Technologiegläubigkeit oder eine zu geringe Berücksichtigung nicht funktionaler Anforderungen zu Schwierigkeiten. Dasselbe gilt, wenn etwa das Personal im Laufe des Projekts wechselt. Genau an dieser Stelle setzt nun Projektmanagement an. Projektmanagement dient dazu, dass die genannten Probleme möglichst erst gar nicht auftreten oder zumindest die Auswirkungen dieser Probleme so gering wie möglich gehalten werden. Projektmanagement ist rein formal definiert als Gesamtheit der Führungsaufgaben, Führungsorganisation, Führungstechniken und Führungsmittel für die Abwicklung eines Projekts. Es umfasst somit alle planenden, steuernden und koordinierenden Maßnahmen, durch die sichergestellt wird, dass die vorgegebenen Ziele erreicht und die geplanten Termine und Kosten eingehalten werden, sowie dass die geforderte Qualität des Ergebnisses realisiert und dessen Akzeptanz gewährleistet wird. Bei genauerer Betrachtung stellt Projektmanagement einen Regelkreis dar. Dieser Regelkreis beginnt mit Planungsaktivitäten, zu denen eine systematische und strukturierte Anforderungsanalyse gehört, die wiederum die Basis für die Definition und Priorisierung von Projektzielen bildet. Daraus ergeben sich Sollvorgaben, und zwar sowohl inhaltlicher Art, also bezüglich des Projektergebnisses, als auch im Hinblick auf die Projektrealisierung, also für den zeitlichen Ablauf, die Kosten, Kapazitäten, Ressourcen etc. Diese Sollvorgaben werden in den Projektplänen hinterlegt, auf deren Grundlage das Projekt schließlich abgewickelt wird. In regelmäßigen Abschnitten wird der Ist-Stand des Projekts berichtet und mit den Sollvorgaben der Projektpläne abgeglichen. Dies ist der Prozess des Projektcontrollings. Ergeben sich hierbei Abweichungen, dann muss steuernd eingegriffen werden, indem entsprechende Korrekturmaßnahmen beschlossen und bei der weiteren Projektabwicklung berücksichtigt werden. Gegebenenfalls müssen auch die Projektpläne geändert oder angepasst werden. Dieser Regelkreis wiederholt sich in zyklischen Zeitabständen, die in der Projektplanung ebenfalls festgelegt sein müssen.
Die Projektplanung ist die zentrale Aufgabe des Projektmanagements in den frühen Phasen des Projekts. Zwar werden auch in späteren Phasen Planungsaktivitäten durchgeführt, etwa wenn das Vorgehen in diesen Phasen im Detail festgelegt wird oder wenn bestehende Pläne aus welchen Gründen auch immer aktualisiert werden müssen, am wichtigsten ist die Planung jedoch zu Beginn des Projekts, weil hier unter Berücksichtigung aller Randbedingungen und Ziele alle relevanten Aspekte, die den Projektablauf bestimmen, wie zum Beispiel Aufwand, Termine oder der Bedarf an Personal und Finanzmitteln, systematisch ermittelt werden. Die Projektplanung beinhaltet somit neben der Strukturplanung die Termin-, Kosten- und Kapazitätsplanung als wichtigste Schritte. Der Planungsablauf eines Projekts gestaltet sich derart, dass zunächst der Projektstrukturplan erstellt wird, aus dem sich Ablauf und Aufwandsplan ableiten. Die Aufgabe der Strukturplanung besteht in der Zerlegung der Projektabwicklung in überschaubare, planbare und steuerbare Einzelkomponenten und Arbeitspakete, wobei zunächst die Bestandteile des Projektendergebnisses in der Produktstruktur und die Bestandteile aller wesentlichen Zwischenergebnisse oder Meilensteine in der Objektstruktur hierarchisch gegliedert dargestellt werden. Wichtigstes Ziel der Strukturplanung ist jedoch die Ermittlung der Arbeitspakete, die zur Erreichung von Zwischen- und Endergebnissen erforderlich sind. Arbeitspakete bilden ebenfalls hierarchisch gegliedert die Projektstruktur und sind die Basis für die weiteren Planungsschritte, denn auf sie beziehen sich alle anderen Planungsaspekte wie Termine, Kosten und Kapazitäten. Die Terminplanung beinhaltet das Einplanen der Arbeitspakete in zeitliche Abläufe, wobei die logischen Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen berücksichtigt werden müssen, sowie die Bestimmung der Beginn- und Endtermine der Aufgaben und die Festlegung von Meilensteinen. Anschließend werden unter Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen Aufwänden und Zeitbedarf ein Termin- bzw. Netzplan erstellt, die Ressourcen für das Projekt eingeplant und die Kosten auf Basis des Ressourceneinsatzes ermittelt. Es empfiehlt sich daneben dringend, potenzielle Risiken vor allem im Hinblick auf mögliche Terminabweichungen und Kostenüberschreitungen zu ermitteln und zusammen mit geeigneten Präventivmaßnahmen im Risikoplan festzuschreiben. Mit der zunehmenden Verbreitung des Projektmanagements entstanden auch Institutionen und Fachverbände, wie zum Beispiel die Gesellschaft für Projektmanagement, die sich um die Förderung und die Anwendung von Projektmanagement in Firmen und Organisationen kümmerten. Dazu zählen neben dem Informations- und Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern vor allen Dingen die Ausbildung, Qualifizierung und zuletzt auch die Zertifizierung von Projektleitern. Die Übersicht auf dieser Seite zeigt die drei wichtigsten Zertifizierungsmodelle, die heutzutage angeboten werden. Ohne im Detail auf die einzelnen Programme einzugehen, sieht man doch, dass bei allen drei Modellen jeweils mehrere Zertifizierungsstufen zu durchlaufen sind und somit inklusive der vorgesehenen Rezertifizierungen relativ viel Zeit und Geld zu investieren sind, um die Zertifikate zu erlangen und natürlich dauerhaft zu behalten. Teilnehmer müssen also neben ihrer eigentlichen Arbeit im Beruf, in Projekten, in Firmen, berufsbegleitend zusätzlich einen hohen Aufwand für die Bewältigung der Ausbildungsinhalte und für die Erfüllung der Prüfungsanforderungen aufbringen. Das stellt in der Regel eine große Belastung für die Teilnehmer dar. Aus diesem Grund lohnt sich ein solcher Zertifizierungsmarathon in erster Linie für Menschen, die hauptsächlich in großen und sehr komplexen Projekten arbeiten, in denen zudem aufgrund vieler unterschiedlicher am Projekt beteiligten Stellen auch mit einem hohen Koordinationsbedarf zu rechnen ist. Natürlich sollen auch Mitarbeiter, beispielsweise in Forschung und Entwicklung, Marketing, Vertrieb und Strategie, über ein fundiertes Verständnis von Projektmanagementmethoden verfügen, damit sie Projekte in diesen Anwendungsbereichen zu einem erfolgreichen Ergebnis führen können.
Aber es muss in diesen Fällen nicht unbedingt ein so teurer und enorm zeitintensiver Zertifizierungslehrgang sein, um die Anwendung des Projektmanagements zu erlernen und somit die Vorhaben systematisch, zielorientiert und effizient abzuwickeln. Genau auf die Anforderungen und Bedürfnisse von Projekten in diesen Aufgabenbereichen zielt mein Konzept einer Projektmanagement-Ausbildung ab. In gerade einmal 2 Tagen lernen die Teilnehmer alle wichtigen Grundlagen sowie Methoden, Prozesse, Instrumente und Tools des Projektmanagements und wie diese in Projekten der eigenen Arbeitsumgebung erfolgreich angewandt werden, um die Projektziele erreichen zu können. Anwendungsbeispiele, die im Rahmen dieses Trainingskonzepts behandelt werden, sind etwa Prozessschritte bei der Entwicklung und Markteinführung neuer Produkte oder die Planung und Realisierung von Marketingkampagnen oder auch die Erarbeitung und Implementierung von Unternehmensstrategien. Die Projektmanagement-Ausbildung nach meinem Konzept besteht aus insgesamt 6 Modulen, die Sie hier in der Übersicht dargestellt sehen. Im Modul 1 werden die Grundlagen des Projektmanagements behandelt. Hierbei geht es um alle wesentlichen Zusammenhänge, Begriffsklärungen und Grundlagen, die für das Verständnis der Disziplin von Bedeutung sind. Im Modul 2 wird das wichtige Thema der Projektziele behandelt. Neben der Funktion und Bedeutung von Projektzielen geht es hier vor allen Dingen auch um die Frage, wie Projektziele formuliert, identifiziert und definiert werden. Im Modul 3 wird das Thema Projektorganisation behandelt. Es geht hier zum einen um die Formen der Projektaufbauorganisation und um Möglichkeiten, Projektabläufe zu organisieren, wobei man sehen wird, dass hier sehr oft Phasenorganisationen zum Tragen kommen und hier wird erklärt, wie diese Phasen im Einzelnen aussehen. Mithin das wichtigste Thema im Zusammenhang mit Projektmanagement ist die Projektplanung. Das wird im Modul 4 behandelt. Neben einer Systematik des Planungsablaufs geht es zum einen um die Projektstrukturplanung und dann um Details wie Aufwände, Termine, Kapazitäten und Kosten geplant werden. Nach erfolgter Projektplanung läuft das Projekt weiter und deswegen geht es im Modul 5 um die Projektsteuerung. Hier wird der Projektmanagement-Regelkreis, den Sie im Rahmen dieser Präsentation auch schon kennengelernt haben, nochmal im Detail erläutert. Dann die Möglichkeiten der Projektüberwachung und Projektfortschrittskontrolle erklärt, sowie die auch schon erwähnten Korrektur- und Steuerungsmaßnahmen dargestellt, wie diese aussehen können und wie sie zustande kommen und umgesetzt werden. Wichtig ist, und dem wird im Modul 6 Rechnung getragen, die Frage, wie eine systematische, durchgängige, konsistente PM-Methodik in Unternehmen eingeführt werden, welche Vorgehensweisen und Möglichkeiten hier bestehen. Das ist, wie gesagt, Gegenstand des Moduls 6. Das Training, diese Projektmanagement-Ausbildung, ist besonders für Inhouse-Schulungen geeignet. Und zwar dort, wo Teilnehmer aus einem homogenen Umfeld kommen, wo die Projekte für alle Teilnehmer gleichermaßen gültig sind. Der Vorteil ist, dass in so einem Umfeld auch die ganz konkreten und praktischen Problemstellungen, Projektaufgaben, Projektabwicklungen behandelt werden können, mit denen alle Teilnehmer, die ja alle aus dem gleichen Umfeld kommen, gemeinsam konfrontiert sind. Die Ausbildung richtet sich speziell an folgende Zielgruppen in Unternehmen, an Geschäftsverantwortliche natürlich und Projektleiter und Projektmanager und Projektplaner, aber auch an Business Development Manager, an Produktmanager, Geschäftsplaner und Strategieverantwortliche oder Marketing Manager. Das Projektmanagement Training stelle ich in verschiedenen Optionen zur Verfügung. Zunächst besteht die Möglichkeit, die Module einzeln zu buchen oder natürlich im gesamten Paket alle Module in Anspruch zu nehmen, sodass hier ein kompletter Kurs zustande kommt. Wichtig ist aber, dass es hier im Prinzip 4 ganz unterschiedliche Optionen für die Vermittlung der Lerninhalte gibt. Das fängt an mit der einfachsten Methode, dass Teilnehmer nur die Dokumentation kaufen und quasi im Selbststudium sich die jeweiligen Inhalte dieser 6 Module aneignen und durch das Studium der
Dokumentation der Unterlagen die wichtigsten Inhalte sich aneignen können. Ähnlich gelagert ist die zweite Option bei Lernvideos. Auch die sind eigentlich im Hauptsächlichen als Möglichkeit des Selbststudiums konzipiert. Dadurch, dass hier aber im Sinne eines Videos nicht nur visuell, sondern auch verbale Erklärungen mitgegeben werden, ist die Methode bei dieser inhaltlichen Vermittlung des Themas Projektmanagement sehr viel effektiver und sehr viel eingängiger als nur das Studium von Unterlagen oder Dokumenten. Die dritte Option stellt der schon erwähnte Kurs, der 2 Tage dauert, dar. In diesem Kurs werden selbstverständlich alle 6 Module behandelt, sodass der nur im Paket gebucht werden kann. Wie die 2 Tage ablaufen, das haben Sie auf der Folie vorher gesehen, wo die wichtigsten Inhalte dargestellt sind. Eine genauere Aufgliederung dieser 2 Tage finden Sie auch auf meiner Internetseite. Aber wichtig ist, wenn der Kurs in-house stattfindet, dass hier sehr stark auch auf die Bedürfnisse und auf die Projektgegebenheiten vor Ort Rücksicht genommen wird, sodass auch eine sehr flexible Möglichkeit der Anpassung dieser Inhalte besteht. Die 4. Option, eigentlich die mächtigste von allen, ist, dass neben dem 2-tägigen Kurs noch ein Workshop angeschlossen wird, in dem konkrete Projekte aus dem Umfeld der Teilnehmer behandelt werden. Das kann auch in einem offenen Kurs geschehen, in dem halt vereinzelt Beispiele aus dem Teilnehmerkreis herangezogen werden, aber wiederum bei weitem am effektivsten ist diese Option bei einer Inhouse-Veranstaltung, wo konkrete Projektinhalte behandelt werden. Zum Beispiel kann im Workshop eine Projektplanung durchgeführt werden oder zumindest die wichtigsten Grundlagen für die Projektplanung bearbeitet werden, sodass neben der theoretischen Vermittlung der Inhalte eben auch die ganz praktische Arbeit im Vordergrund steht und nicht nur als Beispiel erklärt wird, sondern den Teilnehmern, da die Beispiele aus dem eigenen Umfeld stammen, schon direkt bei ihrer Arbeit unterstützt werden. Dieser Workshop wird einen weiteren Tag, also einen Tag 3, in Anspruch nehmen. Bei Bedarf können auch weitere Workshop-Tage hinzugefügt werden, aber in dieser Konzeption ist ein Kurs von 2 Tagen Theorie und ein Tag praktischer Workshop im Preis von 4.500 Euro eingeschlossen. Wobei der Workshop nicht zwingend ein eigener Tag am Ende ist, sondern die Workshop-Inhalte auch immer sukzessive an die einzelnen Module angeschlossen werden können, sodass sich die Theorieteile zusammen mit dem Workshop-Anteil insgesamt über 3 Tage verteilen. Falls Sie Interesse an einem solchen Projektmanagement-Kurs oder an einzelnen der genannten Module haben, nehmen Sie bitte Kontakt zu mir auf. Nutzen Sie dafür eine der folgenden Möglichkeiten, entweder telefonisch, per Fax, per E-Mail oder indem Sie das Kontaktformular auf meiner Internetseite verwenden. Meine Damen und Herren, das war meine kurze Einführung in das Thema Projektmanagement mit Erklärungen zu Zielen und Aufgaben des Projektmanagements und zu Methoden und Prozessen, die in der Praxis angewandt werden, sowie mit meinen Überlegungen im Hinblick auf eine praxisnahe, wirksame und kostengünstige Projektmanagement-Ausbildung. Ich hoffe, die Ausführungen waren für Sie von Nutzen und Sie können einiges davon in Ihrer eigenen Praxis auch verwenden. So, nun wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und verabschiede mich von Ihnen, sehr geehrte Zuhörer. Alles Gute und auf Wiedersehen.